SAG gemeinsam gestalten. SAG gemeinsam gestalten ist unser konzernweites Nachwuchsförderungsprogramm der SAG-Gruppe, bei dem wir Kolleginnen und Kollegen aus allen Berufsgruppen, allen Standorten der SAG zusammenbringen und sie gemeinsam dazu bringen, an sich selbst zu arbeiten und für die Organisation. Und ich freue mich sehr, dass wir demnächst in den vierten Kurs einsteigen und wir hoffen, viele Teilnehmer zu haben. Und gerne geben wir euch heute Einblick in unsere Arbeit und ja, auf gutes Gelingen. Was machen wir heute? Fragt ihr euch wahrscheinlich. Also wir haben es extra ein bisschen so gehalten, wie in den Kursen selbst. Lieber Franz, ein bisschen Überraschungsmoment auch eingebracht, immer so ein bisschen, was passiert hier, situationsdynamisch, anhand ein paar Leitlinien mal geguckt, wohin entwickeln sich die Gruppen. Aber wir haben doch ein paar Ziele definiert, die wir heute mit euch durcharbeiten wollen. Ja, wenn ich zu diesem Programm, wenn ich das beschlagworten müsste, dann würde ich solche Begriffe wählen wie Gruppendynamik, Vernetzung unter Berufsgruppen, aber auch über den Standort hinaus. Ja, und natürlich auch persönliche Entwicklung. Das ist so der eindeutige Mehrwert. Und ich hätte gerne eine offene Diskussion und auch echte Impulse und auch echte Kritik. Habe viel über Gemeinschaft erfahren, über die Organisation an sich, wie so ein Riesenunternehmen wie die SAG funktioniert, was es für Schwierigkeiten gibt und wie einfach Lösungswege sein kann, wenn man klinikübergreifend Freundschaften oder kollegiale Kontakte geknüpft hat. Ja, das ist was ich einfach nur empfehlen kann, was viel Spaß macht. Wir sind offen für euer Feedback und ich darf euch echt um ehrliches Feedback bitten. Legt den Finger in die Wunde, sagt, was Sache ist, sagt, was ist, um mal im Thema zu bleiben, weil wir nämlich auch Impulse für die Weiterentwicklung brauchen wollen und uns auch weiterentwickeln wollen. Was nutzt uns das Ganze? Wir versuchen alle zusammen, den SAG-Konzern nach vorne zu bringen. Wir versuchen Änderungen vorzuschlagen, wir versuchen Zukunftsvisionen zu entwickeln, damit es uns allen für die Zukunft besser geht. Weil mir SAG gemeinsam gestalten extrem am Herzen liegt innerhalb dieser Organisation und ich finde, dass wir wirklich was tun müssen. Was habt ihr euch versprochen? Na, einmal für euch persönlich, was ihr persönlich mitnehmt und wie euer Wirken in die Organisation ist. Im täglichen Doing als Stationsleiter auf einer Palliativeinrichtung konnte halt eben immer gut jetzt mittlerweile einschätzen, halt eben, wie ich auf Menschen zuzugehen habe, wie ich Menschen einschätzen kann, reflektieren kann und dementsprechend auch in meinem täglichen Handeln auch mit diversen verschiedenen Berufsgruppen umzugehen habe. Gemeinsam gestalten war für mich eine ganz tolle Erfahrung, weil es auch mal was war, was außerhalb der Klinik war, mal über den Tellerrand schauen. Ich bin begeistert, lasst euch begeistern und kommt mit dazu.